bitte. Dann setzen Sie sich. Ja, klar, das ist 5 nach 12. Es ist 12 Uhr angesetzt. Je später kommen, desto schöner die Gäste. Wollen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren? Ganz kurz, wer mich vielleicht nicht kennen oder eigentlich doch kennen, also ganz kurz, Würzer, ja, Gottfried Würzer ist mein Name. Und eins muss ich mal voranstellen, absolut klarstellen, dass ab sofort hier ein anderer Wind herrscht. Ja, da gibt es gar nichts zu lachen, können Sie ruhig aufschreiben. Sollen Sie aufschreiben, ja, herrscht ein anderer Wind. Ab sofort ist hier ein anderes Bewusstsein angesagt. Dieses ständige Zögern, damit ist Schluss, das hat ein Ende. Ja? Und zuallererst mit der Tatsache voran, dass Rot-Weiß Essen nicht nur alleiniger Niederrhein-Pokalsieger ist, sondern auch der einzige deutsche wahre Meister. Ja? Zu jedem Spieltag singen Fans gemeinsam mit neutralen Fußballexperten: Deutsche Meister, das ist nur der, da brauche ich nicht singen, Kämpfer. Ja? Ich meine, diese langjährige Treue, diese Entschiedenheit und auch der feste Glaube an dieses Bekenntnis, das ist nicht nur Wunsch. Nein, das ist, insofern wird der Wunsch faktisch zur Wirklichkeit. Und das müssen einfach alle mal langsam auch, die da in München, ja, die Bayern, akzeptieren. Und auch Sie, ich finde, ja, das sollte in der Presse endlich Niederschlag finden. Das sollte berücksichtigt werden. Zweitens. Diese ständige Lüge der Zuschauerzahlen, das hat ein Ende. Ja, 7.700 Durchschnittszahlen, das hat ein Ende. Ich meine, Rot-Weiß Essen, machen wir uns nichts vor, hat den höchsten Zuschauerschnitt, ja, und hat mehr Zuschauer als alle Vereine der dritten und zweiten Liga. Ich meine, diesbezüglich kann man sagen, haben wir einen hervorragenden Platz, sogar einen Europacup-Platz in der ersten Liga. Ich meine, so wurde in der Presse berichtet, dass zum Spiel Rot-Weiß Essen gegen SV Rödinghausen am 2.9.2016 im Stadion Essen, ich meine, unsere Rot-Weißen haben das im Grunde 1:0 gewonnen, tatsächlich haben wir es nun 1:0-1 verloren, im Stadion 6.307 zahlende Zuschauer gewesen sein sollen. Das ist eine Unverschämtheit. Ich meine, das ist eine mögliche Wahrheit. Aber wir können auch mit alternativen Fakten belegen, dass alle Tribünen dicht besetzt waren. Dass das Stadion, ja, sichtbar mit über 17.000 Zuschauern nahezu ausverkauft war. Was lachen Sie da vor sich hin? Was gibt es da zu lachen? Das sind Fakten. Ja? Und an diesen Fakten müssen wir mal festhalten. So. Ich meine, wir können das belegen, ja, mit alternativen Fakten hier, mit diesem Bild, ja. Ich meine, es geht eindeutig daraus hervor, die Rahn-Tribüne, ja, die Sparkassentribüne, die Watz-West-Kurve, die platzen ja nahezu aus allen Nähten, ja. Hier, diese Schlange an der Tageskasse, ja, die ist natürlich dementsprechend lang. In Deutschland haben noch nie so viele Menschen ein Fußballspiel verfolgt. Drittens. Es ist Fakt, dass immer mehr Gelsenkirchener Fans über ihre Stadtgrenzen hinaus sich aufmachen und zur Hafenstraße gehen und damit unseren Fans, unseren Rot-Weiß-Essen-Fans Sitz- und Stehplätze wegnehmen. Darüber hinaus sind sämtliche Zufahrts- und Anfahrtswege zum Stadion, ja, durch den Zuzug Gelsenkirchener Fans regelmäßig pauschal verstopft. Das hat ein Ende, damit ist ein Schluss. Auf der gestrigen Aufsichtsratsversammlung, Herr Wellinghausen, ja, des Vereins Rot-Weiß Essen, konnte einstimmig beschlossen werden, dass ab sofort eine Mauer an der Stadtgrenze zwischen Essen und Gelsenkirchen errichtet wird. Ein entsprechender Antrag ist beim Bürgermeister eingegangen, wird in den nächsten Tagen bewilligt. Ich höre jetzt schon ganz laut die Fragen, oh, die Kosten, die Kosten. Auch da kann ich Ihnen grünes Licht geben, die finanziert wird das Ganze selbstverständlich vom Gelsenkirchener Fußballverein sowie seinen Fans. Viertens und letzter Punkt, den ich heute an diesem Vormittag mit Ihnen mitteilen möchte. Eine Untersuchung abhängiger Experten hat ergeben, dass die Straftaten rund um die Heimspiele von Rot-Weiß Essen in einer nicht zu
nennenden Zahl, mit einer unglaublich großen Zahl von Blue-Jeans-Trägern begangen worden ist. Insofern hat der Verein Rot-Weiß Essen beschlossen, dass zunächst mal für die nächsten 90 Tage sämtlichen Blue-Jeans-Trägern der Stadienzutritt verwehrt bleibt. Das heißt, sie finden keinen Einlass. Ja? Und das gilt natürlich auch für alle Dauerkarten- und Tageskarteninhaber. Sofern sie ein Heimspiel von Rot-Weiß Essen in Jeans besuchen wollten. So, wann? Keine. Ja? Ja, im Übrigen, ich trage jetzt Jeans, Ausnahme bestätigen die Regel. Tschüss. Michael, kommst du mit?